Mikrofon ist Olga Hochweiß. Herzlich willkommen. In dieser Woche jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Rudolf Mauersberger. Für uns Anlass heute für ein ausführliches Porträt. Sage und schreibe 41 Jahre lang hat Rudolf Mauersberger den Dresdner Kreuzchor geleitet. Länger als jeder andere in der langen Chorgeschichte des weltberühmten Knabenchors. Dafür wird der Kreuzkantor bis heute verehrt. Es gibt aber auch fragwürdige Stationen in Mauersbergers Biografie, wie etwa seine frühe Mitgliedschaft in der NSDAP. Auch dies wird in der kommenden halben Stunde Thema sein im Feature von Klaus Fischer. Sein ausführliches Porträt beschäftigt sich vor allem mit dem Komponisten Rudolf Mauersberger, von dem neben der häufig interpretierten Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst« eine Vielzahl weiterer Chorkompositionen stammen, die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren entstanden sind. Musik im protestantischen Geist, aber voller Sinnlichkeit, die aktuell wieder eine kleine Renaissance erlebt. Sie hören zunächst »Fangt euer Tagwerk fröhlich an«. Rudolf Mauersberger hatte immer ein Ziel. Er wollte für seine Hörerschaft schreiben. Matthias Herrmann, Professor für Musikwissenschaft an der Dresdner Musikhochschule. Und das auf einem Level des Gesanglichen, des Klanglichen und des Rhetorischen. Ganz entscheidend für sein Werk ist, dass er vom Choral und vom Volkslied ausgeht und nie das Bestreben hatte, als Komponist in theoretischer, musiktheoretischer Hinsicht neue Wege zu beschreiten. Dabei entwickelte er dennoch eine Unverwechselbarkeit, betont der Mauersberger-Experte und Kirchenmusikdirektor Enrico Langer aus Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Also man hört Mauersberger gegen andere Komponisten seiner Zeit heraus. Ich muss eine Lebensleistung bewundern. Roderich Kreile, heute Kreuzkantor in Dresden. 41 Jahre Kreuzkantor sein, das ist ein langer Zeitraum. Das ist mit Anstrengung, mit einer ungeheuren Leistung des Wiederzusammenfassens des Kreuzchors nach dem Kriege befasst. Also dafür habe ich nur allergrößte Bewunderung. Eine Kindheit in der Kaiserzeit, geprägt vom lutherischen Glauben, von Pflichtbewusstsein und von einer deutsch-nationalen Gesinnung, die sicher ihren Ursprung in der Abgrenzung zum nahen katholischen Böhmen hatte. Rudolf Mauersberger wurde 1889 als Sohn eines Kantors und Lehrers im sächsischen Erzgebirge geboren, interessanterweise in einem Dorf namens Mauersberg. Mein Name hängt mit dem Ortsnamen von alters her zusammen, erzählte der Kreuzkantor 1963 in einem Interview mit dem Rundfunk der DDR. Aus Böhmen wanderten die Vorväter nach unserer Gegend ein, und zwar nach dem kleinen Ursberg, wie der Ort Mauersberg damals hieß. Aus dem Namen Ursberg wurde Mauersberg, und als Mauersberger siedelten sie nach und nach nach dem benachbarten großen Ort Mildenau über. Der Vater von Rudolf Mauersberger wurde als Lehrer nach Mauersberg geschickt, also zurück an den Ursprung der Familie. Rudolf wuchs dort mit mehreren Geschwistern auf. Sein Berufsweg war vorgezeichnet, Lehrer wie der Vater. Die ersten Jahre seiner Ausbildung absolvierte Mauersberger am Lehrerseminar in der Kreisstadt Annaberg. 1912 schrieb er sich am Königlich-Sächsischen Konservatorium der Musik in Leipzig ein, wo er unter anderem von Karl Straube im Fach Orgel unterrichtet wurde.
In dieser Zeit entstanden erste eigene Werke, darunter ein Klaviertrio in C-Moll. An diesem Punkt seines Lebens hätte Rudolf Mauersberger auch die Laufbahn eines freischaffenden Komponisten einschlagen können, entschied sich aber, wohl aufgrund seiner Sozialisation, für den Beruf des Kirchenmusikers. Ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg ging er als Kantor an die evangelische Annenkirche in der katholisch geprägten Stadt Aachen. Hier lernte Mauersberger die katholische Sakralmusiktradition kennen, etwa die Messen Palestrinas. 1925 berief man ihn zum Landeskirchenmusikrat der neu gegründeten evangelischen Landeskirche Thüringens und in Personalunion zum Kantor an der Eisenacher Georgenkirche, der Taufkirche Johann Sebastian Bachs. Hier gründete er den bis heute bestehenden Eisenacher Bachchor. Sowohl in Aachen als auch in Eisenach schrieb Mauersberger erste Chorwerke. Stilistisch, so der Dresdner Musikwissenschaftler Matthias Herrmann, befinden sie sich an der Nahtstelle zwischen Spätromantik und neuer Sachlichkeit. Also harmonisch gesehen gibt es romantische Elemente, aber von der Gesamtstruktur her Vereinfachung und eben das, was Arnold Mendelssohn mit der Erneuerung vorgegeben hat. Das sind eben kleine Motetten für gemischten Chor, aber auch Werke für Kinderstimmen mit Orgelbegleitung. In diesen Jahren kam Rudolf Mauersberger die Idee zu dem Werk, das er weit später als Kreuzkantor in Dresden unter dem Titel Geistliche Sommermusik veröffentlichen sollte. Eine hochinteressante Verbindung zwischen katholischer und evangelischer Sakralmusiktradition. Den Impuls dazu bekam er in Aachen durch das Miterleben sogenannter Maiandachten zu Ehren der Jungfrau Maria. In der Eisenacher Zeit konzipierte er dann Chorsätze in protestantischer Choraltradition für eine, in Anführungszeichen, evangelische Maiandacht. . 1930 übernahm Rudolf Mauersberger das Amt des Kreuzkantors in Dresden. Nur 3 Jahre konnte er es ohne Einflussnahme durch die Politik ausüben, dann begann die dunkelste Phase in der deutschen Geschichte, erzählt Matthias Herrmann. Er ist im Mai 1933 mit seinen Kollegen an der Kreuzschule, er war ja Studienrat damals, in die NSDAP eingetreten, aber es gab im Rahmen der sogenannten Entnazifizierung 1945-46 keinerlei Probleme, weil seine gesamte Umgebung mitbekommen hat, wie seine Haltung war. Das heißt nicht, dass er keine Kompromisse eingegangen wäre, aber alles im Rahmen dessen, den kirchlichen Status des Kreuzchors zu erhalten. Das kann man wirklich so unterstreichen. Diese Haltung zeigte sich beispielsweise darin, dass Mauersberger bis in die 1940er Jahre Motetten und weltliche Chorlieder von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Kreuzchor aufführte, ohne Angabe des Komponisten auf den Programmzetteln. Und noch etliche weitere damals verfemte Komponisten begegnen einem beim Studium dieser Dokumente. Da hat er im Grunde, was das Repertoire angeht, keine Wende vollzogen. Also er hat zum Beispiel 1933, 34 einen Zyklus aller Motetten von Arnold Mendelssohn in den Kreuzchorvespern aufgeführt. Er hat weiterhin Günter Raphael aufgeführt. Sogar 1938 in einer Kreuzchorvesper offiziell auf dem Programmzettel stehen der Name, die Titel der Motetten-Uraufführung. Und eine dieser Motette ging dann im Herbst 1938 mit in die USA auf große Tournee. Matthias Herrmann hat noch weitere Belege für Rudolf Mauersbergers kritische Haltung dem NS-Staat gegenüber. Ein Brief von Günter Raphael, der ja als sogenannter Halbjude eben sehr gefährdet war, der ihm nach dem Krieg schreibt, also wenn irgendwelche Probleme diesbezüglich bestehen sollten, ich stehe jederzeit zur Auskunft zur Verfügung, dass sie mich weiter aufgeführt haben. Also da gibt es zum Beispiel einen Brief von Mauersberger,
dem Alumnatsinspektor Gebauer an Günter Raphael vom 7. Oktober 1938. Da sind die auf der Fahrt nach Amerika. Und da unterschreiben alle mitfahrenden Kruzianer an Raphael, als ob nichts wäre. Also die haben dem das offiziell nach Meiningen geschickt und in andere hätte von, nee, wir können doch nicht an den irgend so einen Brief schreiben und dann noch die Schüler unterschreiben lassen. Das ist ein Dokument, das habe ich aus dem Raphael-Nachlass bekommen, ja. Spannend ist ein weiteres Schriftstück, das Mauersberger aus dem Erzgebirge zuging. Mauersberg, sein Heimatort, war offenbar sehr stark von nationalsozialistisch denkenden Bürgern besetzt. Und die haben sofort 1933 Hitler zum Ehrenbürger ernannt und wollten dann nach Hitler den berühmten Dresdner Kreuzkantor Mauersberger ebenfalls zum Ehrenbürger nennen. Das hat er abgelehnt. Musikalisch ist er in der NS-Zeit fast nur als Interpret und kaum als Komponist in Erscheinung getreten. Er komponierte zwar liturgische Sätze für den Kreuzchor, aber das war und ist nichts Außergewöhnliches im lutherischen Sachsen, betont der Mauersberger Experte und Kirchenmusikdirektor aus Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge, Enrico Langer. Die Kantoren haben für ihre Chöre Musik geschrieben. Das tue ich ja genauso für meine Chöre. Und da entstehen viele gute Dinge. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, etwa in den 30er, frühen 40er Jahre Werke von Mauersberger aufführen zu wollen. Er hat ja auch keinerlei Werke in Druck gegeben, sagt Matthias Herrmann. Erst der verheerende Bombenangriff der Alliierten auf Dresden am 13. Februar 1945 war der Auslöser dafür, dass Rudolf Mauersberger heute zu Recht in erster Linie als Komponist wahrgenommen wird. Der Kreuzchor war besonders in Mitleidenschaft gezogen, weil er nicht evakuiert war, wie es die anderen Chöre des gleichen Charakters waren, erzählte Mauersberger aus der Rückschau 1963 im Rundfunk der DDR. So kam es, dass 11 der kleinen Sänger in der Nacht ihr Leben verloren. Mehrere Monate war der Chor völlig tot. Freitag des Jahres 1945 schrieb Rudolf Mauersberger die Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst?« Zugrunde liegt ihr ein Text aus dem alttestamentarischen Buch Jesaja, in dem der Prophet den Untergang Jerusalems beklagt. Am 4. August 1945 führte er das Stück erstmals mit dem Chor auf in der Ruine der Kreuzkirche. Rudolf Mauersbergers Motette »Wie liegt die Stadt so wüst?« war das erste Werk, das er im Druck veröffentlicht hat, auf Bitten eines Verlegers für evangelische Sakralmusik. Dass das beim Kreuzchor natürlich gebraucht wurde nach dem großen Bombenangriff, wo ja alle Noten weg waren, das ist eben aus der Not heraus geboren gewesen. Und eine Chormusik, die heute noch Menschen wirklich begeistert, betont Kantor Enrico Langer. Auf die heute zum Standardrepertoire unzähliger Chöre gehörende Trauermotette ließ Mauersberger erstaunlicherweise eine Komposition mit freudigem Charakter folgen, das Dresdner Tedeum, mit dem er bereits 1944 begonnen hatte. Nach der Uraufführung gab es große Presseprobleme. Also die Uraufführung kam sehr, sehr schlecht an, weil man sagt, hier treibt einer Neoromantik. Der Grund für diesen Verriss liegt aus heutiger Sicht im damals in der evangelischen Kirche dominierenden Geist der sogenannten kirchenmusikalischen Erneuerung, die von Komponisten wie Hugo Distler, Ernst Pepping oder Johann Nepomuk David geprägt war und die jegliche Nach- und Anklänge an das 19. Jahrhundert zu eliminieren suchte. Und das saß dann bei Mauersberger so tief, dass er dann diesen Slogan verwendete: Was wollt ihr denn? Ich fühle mich ja gar nicht als Komponist, ich schreibe nur für meinen Chor. Pepping hatte den Anspruch, kompositorisch voranzugehen, schwierig zu komponieren,
auch in rhythmischer Hinsicht. Und Mausberger hat sich darüber nie Gedanken gemacht. Es ging ihm mehr um die Wirkung im Raum, mehrere Chöre, dann die liturgische Gewandung. Das war ihm wichtig. Aus heutiger Sicht wirkt diese Kompositionsweise, die an die englische Kirchenmusiktradition erinnert, fast avantgardistisch. Man kann Mausberger durchaus als Vorläufer englischer und skandinavischer Chorkomponisten der Gegenwart sehen, für die der romantische Stil selbstverständlicher Teil ihrer kompositorischen Arbeit ist. Der Misserfolg des Dresdner Tedeums hat Rudolf Mausberger, das muss man aus heutiger Sicht sagen, zum Glück nicht davon abgehalten, weitere Chorwerke zu veröffentlichen. Absolut herausragend, so Matthias Herrmann, ist das Dresdner Requiem, entstanden zwischen 1945 und 1961, sowie die 1947 uraufgeführte Lukas-Passion. Die ist stilistisch am einheitlichsten und wie aus einem Guss geboren. Und an diesem Werk, er hat später dann eine Kürzung vorgenommen, aber im Prinzip, wie bei anderen, das noch über Jahre, Jahrzehnte korrigiert, verändert wurde, das spielt für die Lukas-Passion keine Rolle. Im Requiem gab es diese vielen Veränderungen. Und die Letztfassung ist erst am Beginn der 1960er Jahre. Also Lukas Passion und Requiem sind aus meiner Sicht die beiden Hauptwerke, die man kennen sollte, die ja beide auch im Druck vorliegen und regelmäßig aufgeführt werden. In beiden Kompositionen findet sich ebenfalls der bereits erwähnte neoromantische Gestus. Aber auch, und das lässt Mausberger aus heutiger Sicht wieder avantgardistisch erscheinen, Anklänge an andere Epochen der Musikgeschichte, meint Enrico Langer. Also er baut viel auch mit Quint- und Quartklängen und Verschiebungen, Akkordverschiebungen und reizt dann natürlich mit verschiedenen Emotionen aus, die beim Hörer auch ankommen sollen. Vor allen Dingen im Dies Irae, diese Schreckensmusik, die daherkommt, bis hin zu den toten Gebeinen, die da klappern. Also auch diese Wort-Ton-Verbindung von Schütz blitzt dort immer wieder durch an dieser Stelle. Thank you.
Was die Chormusik von Rudolf Mauersberger seit seinen ersten Berufsjahren als Kantor in Aachen und Eisenach auszeichnet, ist die Verwendung des protestantischen Chorals, erklärt Kirchenmusikdirektor Enrico Langer. In vielen seiner Werke ist vorgesehen, dass von Orgel und Blechbläsern begleitet die Gemeinde Strophen mitsingt. Das Hineinnehmen des Gläubigen war ihm ganz besonders wichtig. Diese Praxis ist auch auf dem Hintergrund von Rudolf Mauersbergers Herkunft aus dem Erzgebirge zu sehen, wo Choräle und Volkslieder einen wichtigen Teil der Kultur ausmachen, sagt Matthias Herrmann. Also die Volkskultur ist für ihn ganz entscheidend. Es ist ganz merkwürdig, der hatte so ein ganz naives Verhältnis zum Erzgebirge, zur dortigen Volkskultur, zur Art des Sprechens, also das Erzgebirgische lag ihm am Herzen. Er hat sogar Briefe seiner Sekretärin in Erzgebirgisch diktiert und sogar einzelne Werke in erzgebirgischer Mundart vertont. Mussten dann die Kruzianer singen und die sahen das mehr als Ulk an, kann man sich ja vorstellen. Das interessanteste Werk in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Erzgebirgszyklus für gemischten Chor, den man durchaus in Analogie zum Mörike-Chorliederbuch von Hugo Distler sehen kann, wobei auch hier ein deutlich romantischerer Gestus vorherrscht. Herbstnacht im Gebirge aus dem Erzgebirgszyklus, ein Liedsatz, den Rudolf Mauersberger wie sämtliche seiner Chorwerke für den Dresdner Kreuzchor geschrieben und mit diesem auch uraufgeführt hat.
In der DDR konnte der Kreuzkantor seine Arbeit weitestgehend ohne Reglementierungen durch die staatliche Bildungspolitik fortsetzen, erinnert sich seine Nichte Helga Mauersberger. Ich denke, dass Rudolf eine Größe war, an die sich Frau Honecker nicht vergriffen hat. In Dresden gab es immer noch eine bürgerliche Gesellschaftsschicht, die auch natürlich für Rudolf ganz sicherlich auch diejenige war, in der er am ehesten Freunde hatte oder Bekannte hatte. Und man ging ja doch in die Kreuzkirche. Ich möchte hier mal eins sagen, soweit euer Gedächtnis euch nicht im Stich lässt. 1967. Der Kreuzkantor probt mit seinen Choristen für eine Schallplattenaufnahme seiner Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst?« Diese wüste Stadt, die klingt immer noch gut am 13. Februar zu Beginn des Requiems. Da ist alles da, nämlich auch eine Spannung, eine große Gemeinde von 3600 Leuten. Und da ist das eine Einstimmung, dann kommt die Glocke dazu, diesen Klang, das war vorhin gar das Gegenteil davon, diesen Klang müssten wir hier jetzt künstlich herbeizaubern. Aber daran zweifle ich. Die meisten verstehen das aber gar nicht. Ach Herr, siehe an mein Elend, das Test war gar nicht da. Oder habt so leise gesungen, dass man überhaupt nichts hören konnte. Ach Herr, hier ist das Des ganz wichtig. Und dieses Abdämpfen, was ich mit der linken Hand gemacht habe, galt nur dem ersten Sopran, weil der die unverschämte Höhe hat da oben. Und damit ich nicht zu grell werden sollte, habe ich da abgedämpft. Das geht aber euch nichts an, im zweiten Sopran. So, und dann könnte etwas besser sein. Bringe uns Herr wieder zu dir. Das habt ihr schon viel schöner gesungen. Es war auch nicht ganz genau im Einsatz zusammen. So, sonst sag ich gar nichts weiter. Machen Sie es genau nochmal so. Die Probenarbeit von Rudolf Mauersberger mit den Choristen, sie wirkt, das zeigt dieses Tondokument deutlich, wie aus einer anderen Zeit. Erstaunlicherweise gab es kein Einsingen, erinnert sich der ehemalige Kruzianer Andreas Göpfert, später Professor für Chorleitung an der Musikhochschule des Saarlandes und heute im Ruhestand. Es gab keine Stimmbildung für die Allgemeinheit. Er probte am Klavier, meistens. Es sei denn, es war Oratorien, dann musste der Chorpräfekt Klavier spielen. Aber normalerweise am Klavier. Und wir hatten also stimmliche Anregungen von ihm wenig erfahren. Konnte man auch nicht erfahren, weil er sehr, sehr durch seine Behinderung mit den Stimmbändern, durch den 13. Februar in Dresden, als er eine Rauchvergiftung hatte, gar nicht singen konnte. Er konnte uns zwar einige Töne vorsingen, aber nie im Sinne von, ich mache euch vor, wie es sein soll, sondern es war dann doch ganz anders. Wir mussten singen, wie uns der Schnabel gewachsen war. Er konnte also schnell auch mal aus der Haut fahren. Da gibt es also viele Geschichten, die dann jeder Einzelne erzählen kann, sagt der ehemalige Kruzianer Michael Oehme, später Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk und heute ebenfalls im Ruhestand. Es hat immer gezählt, was dann am Ende herausgekommen ist. Er hat die Chorgemeinschaft einfach zusammengespeist, auch durch manchmal unpopuläre Maßnahmen. Zum Beispiel, dass plötzlich jeder die Stelle solistisch singen musste aus dem Chor. Es wurde also ausgewählt oder man wusste nicht, wer dann drankommt. Und das hat einen natürlich in eine höhere Spannung versetzt, ob man jetzt solo singen muss vor dem ganzen Chor oder nicht. Es waren beide Seiten, die Liebe und dann einfach das harte Durchgreifen. Erinnert sich der Musikwissenschaftler Matthias Herrmann, der ebenfalls unter Rudolf Mauersberger Kruzianer war. Und das Ergebnis zeigt ja eben, dass es durchaus, dem damaligen Geist einerseits entsprach und andererseits eben auch gute Erfolge hatte. Ne? Aber heutzutage könnten sie mit derartigen Erziehungsmethoden natürlich in keiner Weise mehr agieren.
Rudolf Mauersberger starb vor 50 Jahren am 22. Februar 1971. Er wird, das lässt sich als Fazit sagen, in allererster Linie als Chorkomponist im Gedächtnis bleiben. Die Lukaspassion und das Dresdner Requiem werden im gesamten deutschen Sprachraum aufgeführt. Und das liegt mit Sicherheit am Kompositionsstil, der die Romantik mit barocken Elementen und einer gemäßigt modernen Tonsprache verbindet. Etliche seiner Kompositionen dürften in nächster Zeit auch erst noch entdeckt werden, zum Beispiel das Dresdner Te Deum, die geistliche Sommermusik oder die groß angelegte Motette des Friedens. Kirchenmusikdirektor Enrico Langer aus Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge spricht sogar von einer Mauersberger Renaissance. In den letzten Jahren sind sehr viele Werke, auch kleinere Werke von ihm, verlegt worden. Also man hat immer mehr Menschen, die diese Musik wieder auflegen, die das auch mit ihren Chören singt. Also man hört Land auf, Land ab immer mehr Mauersberger. Christe, du Lamm Gottes aus der Lukaspassion von Rudolf Mauersberger, gesungen vom Thüringischen Akademischen Singkreis unter Leitung von Wolfgang Unger. Sie haben ein Feature gehört von Klaus Fischer über den Kreuzkantor und Komponisten Rudolf Mauersberger, der vor 50 Jahren starb. Und wir hören noch einmal hinein in seine Musik, und zwar in den Schlusschoral des Dresdner Requiems »Gib ihnen die ewige Ruhe« mit dem Dresdner Kreuzchor und der Dresdner Philharmonie unter Matthias Jung.
Der Dresdner Kreuzchor und die Dresdner Philharmonie unter Leitung von Matthias Jung. Ein Ausschnitt aus dem Dresdner Requiem von Rudolf Mauersberger, der vor